Oder so eine böse Jungs-Version aus Cerberus-Sicht. Cerberus. Ja, es gibt auf jeden Fall genug Sachen. Es gab sogar tatsächlich die Aussage, dass über ein MMO im Bereich Mass Effect nachgedacht wird. Die Aussage kam letztes Jahr, kurz bevor Star Wars Old Republic rauskam. Da wurde sowas gesagt wie, viele Fans wollen das, wir würden es auch gern machen, aber wir sind neu auf dem MMO-Markt und wollen erstmal sehen, wie sich das Ganze entwickelt mit Star Wars. Ja, kann man jetzt sehen, wie man will, ob Star Wars gefloppt ist oder nicht. Ich meine, verkauft hat es sich auf jeden Fall, aber soweit ich weiß, hat es nicht mehr allzu viele Spieler. Von daher, mal sehen. Ich würde mich auf jeden Fall über eine Koop-Möglichkeit freuen in Mass Effect. Also wirklich nicht, dass man so wie der Multiplayer im dritten Teil jetzt, sondern halt wirklich, dass man die Story zusammenspielen kann. Das wäre natürlich ziemlich cool. Also statt zwei NPC-Gruppenmitglieder, dass man halt vielleicht zwei befreundete Spieler dabei hat. Das wäre ganz lustig. Aber mal schauen, was die Zukunft so bringt. Oh, wir reparieren mal kurz. Unsere ganzen Reifen sind nämlich schon rot. Weiter geht's. Hallo Freunde. Ja, das ist auch so dumm. Einfach nur dumm. Ich stehe auf so ein kleines Hügelchen und kann nicht runterschießen. Das ist so blöd. Ja, für damalige Verhältnisse war die Landschaft natürlich ganz toll. Aber so, wenn man das heute vergleicht, ist es natürlich ziemlich langweilig alles. Klar, man kann jetzt sagen, das ist irgendwie so ein... Das liegt halt an den Planeten quasi, ne? Sind ja überall Lavafelder und keine Ahnung, aber... auch die Planeten, die man sonst so besuchen kann, sind eigentlich immer ziemlich hässlich gehalten. Ich kann mich übrigens nicht erinnern, dass man im Mass Effect auch nur ein... Also im ersten Teil einen einzigen Planeten besucht, also besuchen kann, so freiwillig, mal abgesehen davon, dass man Missionen hat, wo irgendwie Dschungel wäre zum Beispiel. Ist fast immer so mit viel Bergen und Wüste und ja, tote Planeten quasi. Oh. Da sind wir schon. Ich hab euch gesehen. Nein, das war der Stein. Ja, nee, ist klar. Ich schieß mit Kügelchen, ihr schießt mit Raketen. Das ist total fair. Die Musik ist auch so Action geladen. Wer schießt denn da mit Raketen nach da oben? Bäm. Noch einer. Katsching. Au. Katsching. Haben wir jetzt alle? Ich glaube ja. Ja, da ist noch einer.
Und das war's. Übrigens, dass ich die jetzt hier alle so schnell wegputze, liegt tatsächlich nicht daran, dass ich schon so hohes Level habe, sondern auch mit niedrigem Level und Anfangswaffen putzt man die alle so lockerflockig weg, vorausgesetzt man kommt mit den Waffen klar. Also beim Sniper zum Beispiel, wenn man ganz am Anfang noch nichts geskillt hat und so und noch ein schlechtes Snipergewehr hat, dann wackelt das wie Sau, aber das ist auch das Einzige. Hier kommt jetzt eine Stelle, die ist total eklig. Sehe ich auch so. Tot, tot, tot. Noch jemand? Sniper. Schieß doch. Vorbeigeschossen. So dauert das ja ewig. Huch, ich wollte die Waffe gar nicht wechseln. Da war er kaputt. Das ist Tali. Tali, aufstehen. Aufstehen. Ja, wird auch Zeit. Hä, das war's jetzt davon, du. Pissnelke. Ja, der Tunnel, ich weiß nicht, ob ihr euch dran erinnert oder ob ihr es überhaupt kennt, aber der erinnert sehr, sehr stark an Alien vs. Predator, an den ersten Film, wenn die sich da den Tunnel ins Eis schießen mit dem Laser. Geht ja auch so schräg runter. Juhu. Oh. Ja, ist nicht besonders spannend, das Geballere hier. Also im ersten Teil ist alles noch sehr, sehr statisch, steif quasi. Sieht aus, als hätte sich diese Höhle um die Ruine gebildet, nachdem sie erbaut wurde. Ja, möglich. Es ist, man muss halt wirklich sagen, dass wenn das Kampfsystem, wie es im dritten Teil dann schlussendlich sein wird, nämlich so extrem, ich sag mal, variabel, ziemlich actionlastig und flexibel. Wenn das von Anfang an gewesen wäre, ich glaube, da hätte Mass Effect noch mal viel, viel mehr
Eindruck geschindet. Na, komm hoch. Ich würde zu gern wissen, wonach Liara hier sucht. In den meisten proteanischen Ruinen lassen sich nichts weiter als kaputte Maschinen finden. Ja, kaputte Maschinen kann man aber studieren. Ja, toll. Weißt du, Garrus, du musstest ja kaputte Maschinen erwähnen. Nö. Nein. Können Sie mich hören da draußen? Ich sitze in der Falle, ich brauche Hilfe! Alles in Ordnung? Was ist Ihnen zugestoßen? Hören Sie zu. Dieses Ding, in dem ich bin, ist so eine Art proteanische Sicherheitsvorrichtung. Ich kann mich nicht bewegen, also müssen Sie mich rausholen, okay? Wir müssen nur einen Weg finden, wie wir dieses Energiefeld umgehen können. Es ist ein proteanisches Barrierefeld. Ich wusste, es würde mich vor dem Gate schützen. Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berühren sollen. Ich war hier drinnen gefangen. Sie müssen mich rausholen, bitte. Wir finden einen Weg, Ihnen zu helfen. Es gibt hier eine Steuerung, die das Ding deaktivieren sollte. Sie müssen irgendwie hinter den Barrierevorhang kommen. Das ist der komplizierte Teil. Die Abwehrvorrichtungen können nicht von außen ausgeschaltet werden. Ich weiß nicht, wie Sie hier reinkommen. Seien Sie vorsichtig. Da war auch ein Vorganer bei dem Gate. Sie haben verschiedene Möglichkeiten ausgetestet, hinter das Barrierefeld zu kommen. Ach, Liara, hier siehst du noch so schnuckelig aus. Also, die Charaktere wurden natürlich im Laufe der Reihe mehrfach überarbeitet. Und, ich weiß nicht warum, aber hier im ersten Teil hat Liara irgendwie so knuffige Augen, finde ich. Sag mal. Ey, hab ich gesoffen? Stirb halt. Was soll denn das? Unglaublich. Okay. Mal sehen, wie lange ich heute brauche, um das Ding zu lösen. Okay, so, so, so. Nein. Auch nicht. Ach, was mache ich denn? Den hätte ich gerne. Einmal zum Mitnehmen, bitte. Damit würde ich den Reapern so den Arsch brutzeln.